Mein Name ist Harwin Beenen, original komme ich aus den Niederlanden. Wir melken hier in Deutschland Kühe seit 2004. Auf diesem Standort seit 2012. Und auf diesem Standort werden 1800 Kühe gemolken. Meine Familie ist lange Zeit, seit Generationen, tätig in der Landwirtschaft. Speziell Milchvieh. Kühe werden hier gemolken mit einem PR3100 HD. Wir haben damals uns damals entschieden für diesen Karussell, damit wir die Wachstum für die Zukunft auch hiermit bewerkstelligen können. Mit diesem Karussell ist für uns hier eine schöne Größe. Wir erwarten, dass wir hier wachsen können bis 2500 melkende Kühe. Das kann diesem Karussell schaffen. Unser Ziel ist, um 330 Kühe pro Stunde zu melken. In Praxis bedeutet das, dass die Karussell dreht auf 380 Kühe pro Stunde. Da wir mit dem alten System in Sachen Geschwindigkeit an unsere Grenzen gestoßen sind, mussten wir nach neuen Lösungen suchen. Die Lösung dieses Problems war das milchflussgesteuerte Vakuum der Firma Delaval. Hiermit konnten wir viel höhere Durchsatzzahlen erreichen und die vorzeitigen Abnahmen drastisch vermindern. Durch das milchflussgesteuerte Vakuum konnten wir auch eine deutliche Reduzierung der Melkzeit der Kühe erreichen. Für das milchflussgesteuerte Vakuum ist es essentiell, dass die Kühe gut vorbereitet sind. Die Kuh wird angesetzt und wir starten mit dem normalen Vakuum und schalten ab einem Schwellenwert von über 2 Kilogramm Milchfluss um auf das milchflussgesteuerte Vakuum. Fällt die Kuh dann wieder unter 2 Kilogramm Milchfluss, dann geht es zurück auf das normale Vakuum. Hierbei konnten wir die Melkzeit der Kühe um 25 Sekunden reduzieren. Obwohl mehr Vakuum an der Zitze anliegt, hat sich dies positiv ausgewirkt. Trotz der Einführung des milchflussgesteuerten Vakuums konnten wir eine Verbesserung der Zitzenkondition feststellen. Konnten wir keine negativen Einflüsse auf die Zellzahl feststellen. Die Zellzahl blieb weiterhin stabil in einem sehr guten Wert von 150.000 Zellen. In einem zweiten Schritt wechselten wir dann zu dem Melkzeug Evansa von Delaval, wo wir nochmal eine Verbesserung der Zitzenkondition feststellen konnten und auch auswerten. Ich würde den Weg des milchflussgesteuerten Melkens jederzeit wieder gehen. Denn hier ist es möglich, jede Kuh individuell zu melken und ihren Bedürfnissen anzupassen. Die größte Herausforderung, die wir haben auf diesem Standort oder in Deutschland oder im Allgemeinen in der Milchviehhalterei, ist, dass man versuchen muss, die Menschen zu begeistern, arbeiten zu können auf dem Betrieb. Das ist eigentlich ein Thema, was oft unterschätzt wird. Die Technik ist sehr wichtig für unseren Betrieb, aber die Menschen, die machen den Betrieb. Dazu gehört natürlich auch entsprechende Technik oder Voraussetzung, dass die Menschen auch die Leistung bringen können und dass sie auch gerne arbeiten da. Es ist für uns sehr wichtig, dass wir ethisch gesehen verantwortungsvoll umgehen mit Mensch und mit Tier. Die Kombination aus das Evansa Melkzeug und das milchflussgesteuerte Melken, das hat uns richtig vorgebracht. Das milchflussgesteuerte Melken in Kombination auch mit das Evansa Melkzeug würde ich jedem Milchviehhalter empfehlen können. Es ist wirklich einfacher, die Prozesse zu gestalten. Die Leistung geht deutlich hoch, was Anzahl Kühe pro Stunde oder Kühe Kilogramm Milch pro Stunde angeht. Das ist wirklich eigentlich schade, wenn wir das nicht nutzen.